Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 18 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute. Ja, uns fehlt immer noch ein weiteres Ass, deswegen gucken wir wieder mit dem Random Number Generator. Welche Strecke wir diesmal fahren dürfen? Strecke Nummer 17. Die 17 Zopp-Siegwalden-Lido. Dann fahren wir die auch mal wieder mit dem. Mit dem Gelenkbus und mit welchem? Nehmen wir den Mercedes G? Nehmen wir den Mercedes mal wieder zur Abwechslung. Fahren wir mit dem Mercedes Citaro G. Die Strecke. Okay. Sind wir jemals schon mal so weit links? So weit rechts so gesehen. Das ist ein neuer Spawnpunkt für mich. Hoffentlich bekommen wir dann auch am Ende dieser Fahrt dann den. Weiteres Ass, das wollte ich sagen. So, Mensch. Ich fahre jetzt an, für uns aus, Gang rein, Parkbremse lösen, Tempomat an, dann fahren wir zum Zopp. Wunderbar. Muss wieder ein bisschen mehr ausholen. Alte braucht 3 sollen wir halten. Wir werden es glaube ich auch noch nicht gehabt, dass hier irgendwie, wenn wir hier waren und dann irgendwo halten sollten, dass dann. Dass hier etwas voller war. Zentraler Busbahnhof. Mit weiteren Bussen von uns. Wenn ich mich nicht täusche. Eine Fahrkarte bitte. Eine Studentenwochenticket. Danke. Eine Studenten vor allem. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Oh. Das war ja interessant. Oh nein. Ich habe sie verloren. Na klar. Hier, bitte. Das war interessant. Augenblick. Was? Ach so. Was? Ja. Was? Ich brauche ein Ticket. Ja, dann wollen wir mal, ne? Dann haben wir ein bisschen Fahrt vor uns. Nächster Halt, Augstraße. Tut mir leid, ich mach's leiser. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Wow, und wir sind wieder hier. Den Teil haben wir noch von vorletzte Folge, vom vorletzten Video. Ne, vom. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Wie war das noch gleich? Gruer? Gruver? Gründer? Ach, stimmt, es war Gruyère! Kaum sind wir wieder ein bisschen weiter in der Innenstadt, fängt es wieder an. Oh, wir hätten einfach die Gürtellinie nehmen sollen. Das wäre angenehmer gewesen. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber.
Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Es war so klar. Ich habe diese Ampel nicht mehr bekommen. Wir können auch ruhig weiterfahren. Die KI hat ja Vorrang, die gerade ausfährt. Er scheint Linksabbieger. Oh, weiter geht's. Wir haben noch 4 Minuten bis zur Oakstraße in Oakville. War doch Oakville, ne? Ja, war Oakville. Oakland und Oakdale waren ja Realstädte. Deswegen nur Oakville. Wollen wir schon mal das Tempo rausnehmen, dann müssen wir nicht allzu sehr in die Eisen gehen. Hoppala. Fast sogar noch eine Engelkiste. Dann geht's weiter geradeaus Richtung Oakville und Siegwalden. Also mit dem Ranzoomen hätte ich schon vorher wissen können. Ich weiß aber nicht, was mir das für einen Vorteil verschafft hätte, aber. Irgendeinen bestimmt. Was so eine kluge Idee war, jetzt mit dem Dings zu fahren, mit dem Gelenkbus. Wenn ich mir so gerade die Strecke angucke, die noch auf uns wartet, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher mittlerweile. Da haben wir erst am Sägewerk war es doch, oder? Ich weiß nicht, wie sie hieß. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Während der Fahrt kann man nicht ranzoomen. Das ist belastend. Dass es nur im Stehen geht, ist echt belastend. Aber schon mal gut zu wissen. Vielleicht ist es ja im neuen Teil nicht so, dass man es auch im Fahren machen kann, dass man im Fahren ranzoomen kann. Wäre auf alle Fälle praktisch. Nächster Halt, Oakstraße. So in dem einen oder anderen Fall. Ich brauche eine Fahrkarte. Wie oft wollen Sie die? Klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich bin mir nicht mal sicher, wer mir die Karte gezeigt hat. Einzelstandard drucken. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Ein Wochenticket. Danke. Und dann müssen wir so noch warten. Der Wahnsinn. Hey, was machen Sie so? Eine Minute, aber wir müssen noch mal warten. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Dann wollen wir mal weiter zum Oakville Zentrum und ich bin auch sehr gespannt auf die neuen Dialoge, die es hier geben wird, sowohl für die neue Karte als auch für die bestehende Karte. Soll es ja neue Dialoge geben. Wir werden halt auch, wie gesagt, hallo? Also, das ist zwar nicht. Warum er plötzlich nicht mehr gelenkt hat, aber. Nächster Halt, Oakville, Zentrum. Das wird schon seinen Grund gehabt haben. Und einfach, weil wir auch die neue Karte haben, die alte Karte nochmal haben werden, mit den neuen zusätzlichen Features vom Bus Nummer 21 werden wir. Ah, jetzt. Werden wir auch noch dann. Na klar. Ich hab ihn mal. Was? Wir werden auch im neuen Teil dann. Ich war gestern viel zu lange im alten Sägewerk. Auch wieder aufs in Cecil Valley fahren. Allein nur deswegen.
So, dann werden wir das machen. Wie war das noch gleich? Gruyor? Grover? Gründer? Ach stimmt, es war Gruyère. Ab zur Siegwaldener Eichstraße. Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Erholung von Staffel 15 vom Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Also werden wir auch die neuen Dialoge auch von Suicide Valley wieder mitbekommen. Abbremsen, da konnte ich nicht mal nur sagen. Nächster Halt, Siegwalden, Lachstraße. Na, immer noch mal in Siegwalden danach. Endlich herauskommen. Also ich schätze mal, dass wir dann Moment, 28, ich denke mal, dass wir nachdem wir quasi diesen Eventmonat von Bus Simulator 21 so gesehen, beziehungsweise die Eventwochen, nachdem wir die fertig haben, werden wir dann auch zusätzlich noch auf Suicide Valley fahren oder in Suicide Valley und mit Suicide Valley beginnen. Und dann läuft beides nebeneinander her. Sprich, wenn dann Bus Simulator 21 kommt, laut Plan, dann wird einmal das auf der neuen Karte kommen und einmal auf Suicide Valley. Ich bin das, dass ich gerade nicht den Namen mehr weiß, ne? Weiß nicht, was mit Springs? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann ja mal hier in Siegwalden noch mal kurz gucken, ob ich sie schnell finde. Das sollte ja machbar sein. Nächster Halt, Siegwalden. Warum stehen denn alle wieder so dicht davor? So, gucken wir mal nebenbei nach. Beeilung, wir sind spät dran. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja, Moment, ich muss auch nebenbei gucken, wer das so einsteigt. Da. Dann nehmen wir erstmal hier die Leute mit. Augenblick. Was? Ach so. Hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Einzelstandard. Drucken. Danke. Angel Shores. Okay. So ein bisschen Thema Springs, aber. Angel Shores. Ich komme bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Wir waren ja eh zu spät, wir halten eh nochmal in Siegwalden Video, glaube ich. Genau, Angel Shores. Das heißt, wir werden erstmal Angel Shores durchackern und dann irgendwann uns noch was anderes kümmern. Angel Shores. Das ist, wie gesagt, es ist ein einfacher Name, sich zu merken, aber den muss man sich halt erstmal merken. Und dann halt drauf kommen, wenn man ihn wieder braucht. Hey, haben Sie ein Schlagloch-Suchgerät? Nee, hast du eins? Ich bräuchte eins. Nächster Halt, Siegwalden. Lido, Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich schaff's nie im Leben zu meinem Termin. Boah.
ist dann halt so, ne? Im nächsten Teil wirst du es rechtzeitig schaffen, weil ich das dann da besser timen kann, so gesehen. Also, ne? Allein der Day-Night-Circle ist schon geil. Reparieren, Schadensmodell und sonstiges wird es nicht geben, weil es nicht so gewünscht ist, sag ich mal. Ne? Also welche Firma will denn schon gerne, hat es denn schon gerne, wenn die Busse kaputt gehen und so, und selbst wenn es virtuell ist, ist halt ja immer noch Werbung für die. Zwar so für die, so aus Sicht der, aus der Sicht der Simulator-Enthusiasten ist natürlich schade, aber es wäre auch unverständlich, ne? Also kann man mit leben. Ich meine, es ist auch, es wird schon so genug geil genug werden, also von daher braucht es auch nicht irgendwie ein Schadensmodell oder sonstiges geben. Strafe bekommt man ja eh, man bezahlt ja quasi eh Geld, so gesehen. Wenn man irgendwie immer gegenfährt und so, von daher. Haben noch eben straight durch, nehmen dann den Müll mit und beenden dann die Tour. Hoffentlich, also mal gucken. Also entweder bekommen wir jetzt einen Ass oder der Profi wird noch unsere Profi-Dame, die wird dann auf 90% gepusht, glaube ich. Also eins von beiden bekommen auf alle Fälle dem Erreichen des Missionsziels näher. Nehmen wir auch die Beendigung der Mission. So, ich bin sehr gespannt auf das neue Game. Und freue mich auch sehr drauf. Allein schon auf das andere Setting, auf die E-Busse, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Die E-Busse werden wahrscheinlich eher Late Game sein, auch ein missionsmäßigen Late Game. Genau, dass man bedenken muss, dass man halt, dass es Busse gibt, die gar keine Möglichkeit haben für Leute mit Rollstuhl. Dass man halt auch wirklich den Aspekt mit beachtet, dass man sagt, okay. Wir brauchen auch Busse damit und so weiter. Man muss mal gucken, was für eine Beeinträchtigung das dann sein wird, wenn man. Das wäre jetzt ein bisschen dämlich. So dicht an der Wand, aber gut. Da wird auch sehr viel Taktik mit reinfließen, was ich nice finde. Worüber und worauf ich mich auch sehr freue. Ausgezeichnet, gut, 11.222 bekommen, ungefähr so viel wie es vorher, glaube ich, war auf der Strecke. Welche war denn das nochmal? Was war die 26? Ne, das war die welche war das nochmal gleich? Die 17 war das. War das ein neuer Rekord? Nee, kein bisschen. Klappt das mit den Angestellten? Na, ein Profi. Dann gucken wir nochmal kurz, wie unser anderer Profi, den wir ja schon die ganze Zeit fahren lassen, wie der weit der mittlerweile ist, wie weit die Dame mittlerweile ist. Kurz davor, heißt ab der nächsten
komme, was wolle, am Ende des nächsten Videos werden wir die Mission abgeschlossen haben und eine neue Mission bekommen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Bus-Simulator 18 Video wieder.